Hallihallo! Haha, da sind wir wieder nach einer langen, langen Pause, für die ich mich entschuldige. Auch gleich sagt, woran es liegt. Aber bevor wir jetzt weiterspielen und ich das erzähle, möchte ich euch ein was sagen. Und zwar, da ich diesen Chor hasse und ich da nicht wirklich durch will eigentlich, verständlich, machen wir ein psychologisches Experiment. Wir scheißen einfach auf die Monster. Wir rennen einfach an denen vorbei und wenn sie uns kaputt hauen, was soll's, dann laden wir halt. Ich kann die Steuerung nicht mal mehr, ich drücke E für benutzen, verdammt. Deus Ex. Ja, ist nämlich so eine Sache, ich war ein bisschen mit Deus Ex beschäftigt und dann war... Ich auch. Ja, deswegen haben wir ein bisschen wenig gespielt. Ich wollte eigentlich ein Let's Play von Deus Ex machen, aber die Aufnahme hat das Spiel so dermaßen runtergezogen, zumindest so sehr, dass ich es nicht vernünftig spielen konnte, da war die Maus so schwammig. Ich wollte es eigentlich doch vernünftig spielen. Choir! So, mir egal, wo Monster sind. Sollen sie kommen? Das Viecher, ich buff sie um. Mit nichts. Was brauchst du jetzt hier nochmal alles? Zwei Orb-Pieces oder eins? Ich brauche jetzt noch... Ich glaube, ich brauche noch zwei Orb-Pieces. Eins habe ich ja schon. Und diesen komischen Mushroom brauche ich noch, die wir für Agrippas Elixier brauchen. Aber egal. Übrigens, da viele Leute anscheinend auf YouTube nicht unterwegs sind oder keinen Account haben, sondern Domi immer auf Facebook anschreiben, wann es weitergeht und ob wir Wünsche entgegennehmen, was wir übrigens tun, heißt natürlich nicht, dass wir sie auch sofort umsetzen, aber auf die Liste werden wir sie wahrscheinlich stellen. Ja, auf jeden Fall. Und doch ein bisschen lauter, dass ich höre, was kommt. Genau. Ich glaube, wir richten einen extra Facebook-Account ein. Jetzt renne ich vielleicht doch mal und verstecke mich. Frau beschwert sich. Ja, aber das soll's nicht. Okay, ich bin doch ein bisschen schreckhaft. Was die Monster gerade angeht. Und hinter dir liegt irgendwas, oder? Eine Tinderbox. Die kann ich ja schon mal packen. Am Schopf. Wir sollten auf die Uhr schauen, weil wir sehen es ja gerade nicht wirklich. Wir haben jetzt 20.39 Uhr. Ich nehme mal schön drei Parts auf. Ja, das kann ich nämlich vernünftig. Da geht's nicht hoch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hast du nicht das Orden geskillt? 3 Meter Jump. So. Dann renne ich jetzt mal hier rüber. Ist mir so klar, dass die nach da aufgeht. So. Okay. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frames. Echt krank. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Okay. Das ist übel, hey. War nicht Torturemeister. So. Ich sage jetzt mal, hier kommen keine Monster. Schaut nicht so aus. Ein Wheel of Fortune. Ja, Glücksrad. Glücksrad. Was geht hier ab? Oh, das ist wieder so ein Torch-Room, oder? Wieso ist deine Sicht so schwammig? Ich weiß nicht, ob das ein Hauptvieh ist. Ich glaube, ich sollte das Ding hier nicht... Liegt da was noch? Nee, ne? Schau mal auf die andere Seite. Von dem, genau. Das Problem ist jetzt, ne? Ich sollte hier raus. Schnell. Na, schon geht's besser, schau her. Wunderbar. Genau, also wir machen einen Facebook-Account extra für doppel.de. Die könnt ihr ihre Wünsche, Anregungen, Kommentare für alle, die keinen YouTube-Account haben, posten. Und wir schauen, was wir machen. Was sich machen lässt. Ich will jetzt hier ehrlich gesagt drüber. Wir brauchen jetzt noch einen Piece und einen Piece brauchen wir und eigentlich auch einen Pilz. Pilz, aber den Pilz.
Pilz, glaube ich, den finden wir nicht so schnell. Komm ich echt nicht irgendwie. Haha. Was war das da? Eine Lampe, oder? Wo? An der Decke, logischerweise. Ja. Ah, nee, das war's. Okay. Hübsche Lampe. Tinderbox. So, jetzt können da Viecher kommen. Ah, ich hasse dieses Spiel. So viel zum Thema Chaka drauf los. Ich bin Wuss. Ich bin volles Weichei. Kann man mich blamen dafür? Ah. Pilz! Mit, Break it open. Ja, ja, du hast doch Hammer und Meise. Sollen wir den nochmal verwenden? Ja. Hammer und Meise ist der beste Freund. Eine Kuh? Stimmt. Wasser. Ich mag Wasser nicht. Aber ich mag Kühe. ein bisschen pervers. Eine Vision. Nein, nein, The traitor did not know what to think of the Brassball. Wap. Okay. Ja. Kann ich das hier? Wirklich? Oh mein Gott. Jetzt den Schockmoment kaputt gemacht, so ein bisschen schockig war es schon. Wir haben eine Orc-Pieces. Das Orc-Piece? Kannst du deinen eigenen Orc bauen? Wir haben eine Orc-Pieces. Das heißt. Was ist jetzt mit der blöden Kuh? Das ist ein bisschen Schockmoment.